Willkommen zurück zu Edna bricht aus, Leute. Ja, ich soll zur Terrasse gehen, da soll es irgendwie weitergehen. Zu einem Schuppen. Und das habe ich wohl übersehen. Hier ist eine Verandatür, gehe nach hinten. Schuppen? Schuppen? Ich habe was übersehen. Schuppen? Schuppen? Hinters Haus? Gießeln? Tür? Das ist ja die normale Haustür. Zu. Also hier kann ich jetzt nicht weitergehen eigentlich. Das nenne ich jetzt auch eigentlich nicht Terrasse. Das ist für mich eher so die Terrasse. Gehe zum Schuppen. Ach, tatsächlich. Ja, aber das ist ja wirklich, also das ist ja wirklich versteckt hier, muss ich sagen. Dass man hier nach vorne kann und hier zum Schuppen. Das ist ja gemein. Ach, klasse. Nee, hier waren wir natürlich noch nicht. Wie doof. Und wie gemein vor allem. Wenn man es halt wie ich nicht weiß. Ich sehe da drin viele Geräte, die vielleicht nützlich wären. Na dann. Yay! Ein neuer Bereich, der uns wahrscheinlich groß weiterbringt. Handschuhe. Darin habe ich früher immer Kaulquappen gefangen. Jö. Dann nimm die mal. Die sind nur für Leute, die sich ungern die Hände schmutzig machen. Ja, dann nimm sie doch. Du willst auch noch die Disteln haben. Was haben wir hier? Die erinnert mich an meinen Zahnarzt. Wir nehmen mal alles mit, was geht. Das gehörte zu Mattis Fahrrad. Es war das einzige vom Rad, was übrig blieb, nach meiner Idee mit dem Bus und der Fahrradkette. Ein Kessel voller Buntes. Mein Lieblingsspiel war Jag den Frosch. Ja, Alfred hatte wirklich Angst vor dem Rasenmäher. Zu Recht. Weißt du noch, wie wir damals unseren hyperrealistischen Schneemann gebaut haben? Er wirkte so lebensecht. Und niemand kannte unser Geheimnis. Niemand außer Alfred. Ja, aber mit der Karotte im Mund konnte er es niemandem verraten. Schneeschaufel, können wir mit den Sachen reden? Hey, ich kenne da einen Zwerg, der deinen kleinen Bruder rumkommandiert. Ah, den roll ich über. Weil wir reden immer so selten mit den Sachen. Lass mich raten. Du gehörst Citizen Kane. Ach, lass mich doch in Ruhe. Das ist so lustig, wie Harvey die nachmacht. Weißt du noch, wie wir früher immer Alfred eingebuddelt haben? Das waren noch Zeiten. Und mit den Handschuhen verstehe ich jetzt nicht. Red mal mit denen. Sie kennen nur die Gebärdensprache. Die sind nur für Leute, die sich ungern die Hände schmutzig machen. Also nimmt sie es nicht mit, Poki? Im Schuppen sind mir tatsächlich beim Erstellen der Texte die IDs ausgegangen. Und zwar habe ich für die einzelnen Zeilen Small Integers benutzt und da ging der Zahlenraum irgendwie nur bis zu irgendeiner Zahl, die ich überschritten hatte. Und musste halt für die letzten, weiß nicht wie viel, 20 Screens oder so, mir eine ganz neue ID-Konvention überlegen. Ich mag halt diese ganzen Gartenscreens vor allen Dingen deswegen sehr gerne, weil Edna sich hier tatsächlich auch ohne Harveys Hilfe an ihre Kindheit zurückerinnert, immer so häppchenweise. Und zwar erkennt sie fast an jeder Ecke, an jedem Ende einen Gegenstand wieder, mit dem sie damals gespielt hat. Und meistens hat sie auch zusammen mit Alfred gespielt. Guck mal, Harvey, mit diesem Rasenmäher haben wir damals Alfred Sandburg überfahren und solche Sachen. Das war ein Genuss, das zu schreiben. Die anderen Reaktionen sind natürlich die, wo Harvey versucht, Edna anzustacheln und Edna langsam anfängt, ihn davon abzuhalten und sagt so, ach, lass mal, Harvey, jetzt nicht. Und Harvey versteht es überhaupt nicht und fragt immer nach, was, aber wir können doch und so. Und sie so, nee, lass es. Und besonders bei den Aufnahmen schon spannend war, weil Alian, übrigens Grüße an Alian, saubere Arbeit, immer mit einer besonderen Grabesstimme sprechen musste, um diese Texte einzusprechen. Und die beiden waren ja zu zweit in der Sprecherkabine, das ganze Spiel lang, also für alle Item-Objekt-Kombinationen. Auch wenn Harvey halt irgendwie nur, ja, ich sag mal, 10% des Textes waren, saßen die ganze Zeit sich gegenüber.
Und Alex wirklich langsam verzweifelt und traurig wurde, weil Alian sich einfach nicht mehr anstacheln ließ. Er war das schon so gewohnt, halt immer dieselben Thronfälle von ihr aus ihr rauszubekommen. Das waren schon schöne Erfahrungen. Das fand ich zum Beispiel wieder eine interessante Information. Irgendwie so die Vorstellung, wie die beiden so da zusammen in der Sprechkabine sitzen und ja, sich gegenseitig irgendwie anwitzeln. Muss sehr, sehr viel Spaß machen. Wäre auch was für mich, aber ja, sollte in meinem Leben bisher noch nicht so gewesen sein. Aber das muss richtig Spaß machen. So ein bisschen Synchronsprechen und so. Die Hake, ich weiß nicht, ob wir die schon hatten. Na, Hake, hast du mich vermisst? Können wir die vielleicht nehmen? Na, Hake? Nehmen, meine ich. Die gehört mir bereits. Aha, gut. Was ist mit dem Spaten? Ah, okay. Das ist schon mal praktisch. Die anderen Sachen habe ich noch nicht genommen. Ich glaube, das geht nicht, aber ich versuch's mal rein aus, ne? Einfach mal machen. Das sind nicht meine alten Fingerfarben. Ich habe dafür wirklich keine Verwendung. Und ich verstehe nicht ganz, warum Mathis das aufbewahrt hat. Vielleicht, damit es hier mehr nach Geräteschuppen aussieht. Genau. Ein ordentlicher Geräteschuppen muss ein altes Rad auch stehen haben. Ja, das war ein sehr guter Tipp. Vielen Dank nochmal. Also da wäre ich jetzt nicht so drauf gekommen, dass ich hier ja was übersehen habe. Dann würde ich sagen, wir gehen mal wieder zurück, wenn es denn dann geht, genau. So, gehen wir mal nach hinten. Können wir jetzt vielleicht mit der... Da mit dem Spaten, da ist er, das da rausdisteln? Genau, damit komme ich dem Unkraut bei. Ah, und jetzt ist das Fenster nämlich auch frei. Darum ging es, stimmt. Klar, da ist ja das Kellerfenster. Ich will die ganze Zeit mit diesem Distelzweig in die Schüssel kommen. Oh nein, es klemmt. Auch das noch. Was mit Harvey? Können wir den mal... Erinnerst du dich noch an den Keller, Harvey? Jetzt, wo Mattes fort ist, gehört er uns. Und wir können jemanden da einsperren. Yippie! Es klemmt. Okay, da können wir doch bestimmt noch was machen. Vielleicht mit dem alten Schlüssel da rum? Das lässt sich nur von innen öffnen. Benutze Fenster. Was passiert dann? Oh nein, auch das. Es klemmt also einfach nur. Und wenn wir das... Oh, aber hat geklappt. Ja, und wir sind drinnen im Haus. Yay. Hey, das ist doch das Holz aus der ersten Rückblende. Ja, genau. Und der Ofen. Der uralte Eisenofen. Okay. Was hat Poki jetzt hier, weil ja alles alt ist? Ich wurde öfter darauf angesprochen, dass ich in fast jedes Spiel solche schweren, bulligen Gitteröfen integriere. Und warum ich das tue, warum die halt in jedem Spiel mindestens einmal, meistens aber auch häufiger vorkommen. Und das hat einen ganz einfachen Grund, und zwar wollen wir damit unser kommendes Social Game anteasern, bei dem es darum geht, halt mit realem Geld, so per Micropayment, Item Selling, halt immer neues Feuerholz zu kaufen, um die Temperatur immer auf einem bestimmten Level zu halten. Ja, ich hoffe, das wird ein großer Erfolg. Ich meine, es gibt so viele Kälte in diesen sozialen Netzwerken im Internet. Brrr. Da muss man sich schon mal warm halten, ne? Das ist gut Ätna-mäßig nachgedacht. Nein, ich will die Spinnen nicht wecken. Die ekligen Spinnen, stimmt, da waren ja welche. Das habe ich früher immer getrunken. Die ist so haltbar, dass Mattis sie immer als Wundsalbe benutzte. Ich habe nie verstanden, was strahlend weiße Tücher im Kohlenkeller machen. Ein alter, langweiliger Karton. Nutzlosigkeit im Glas. Ein sensationelles Sortiment an saftigen Sommertönen. Okay, gut. Dann gehen wir mal nach oben. Oh, ist das hier? Nee, ist einfach nur ein Keil, ne? So. Nö. Ja, Spüle. Das Wasser wurde hier wohl abgestellt. Ich find's trotzdem toll, dass Edna jetzt zu Hause ist. So, halt ein richtiges Zuhause.
Eine über 10 Jahre alte Pilzsuppe. Igitt. Sie ist das Einzige, was in diesem Haus noch lebt. Das ist echt eklig. Igitt. Benutzen. Topf. Ich wusste es. Oh Gott, Edna. Hui. Edna. Oh. Hallo, 10 Jahre alte Pilzsuppe. Ich bin wieder da. Willkommen zu Hause, Edna. Es ist immer schön, alte Bekannte zu treffen. Ist das eklig. Ach, und lustig. Hallo, Edna, willkommen zu Hause. Ach, schön. Ja. Zu. Na, so war's. Pflanze. Wer hat die nur all die Jahre gegossen? Die ist gegossen, ach so. Wow, ein echtes Fenster. Und es zeigt mir den Garten. Kannst du nicht das Fenster mal aufmachen? Moment mal, warum schaue ich nicht einfach durch? Okay, anschauen. Wow. Kannst du die Tür mal irgendwie... Ja, die ist ja abgeschlossen, das Fenster ja wohl nicht. Ja, nicht, dann gehen wir mal hier rüber. Hier waren wir noch gar nie. Wow, wir sind richtig, richtig im Haus drinne. Für Salon. Ach, schön. Was es hier wahrscheinlich alles noch zu tun gibt. Mit Bleistift vorzeichnen, mit Feinliner nachzeichnen, Bleistiftstrich wegradieren, dann einscannen, dann die eingescannten Linien markieren in Photoshop und so freistellen vom Hintergrund, dass ich halt wirklich nur die schwarze Linie habe, dann diese schwarze Linie auch noch überfüllen oder halt irgendwie mit einem Fülleffekt wieder vollständig schwarz machen. Das war die Arbeitsweise. Dann natürlich farbig anmalen und noch irgendwie Schattierungen einsetzen. Ich glaube, ich habe damals tatsächlich mit einem Beleuchtungseffekt gearbeitet in Photoshop. Hier und da gibt es noch ein paar Texturen, also wo ich halt Lichtkanten gesetzt habe oder um Objekte halt irgendwie zu modellieren. Lichtkanten, Schattenkanten gesetzt oder aber auch manchmal irgendeinen komischen Texturstempel benutzt habe, wie hier auf dem Boden, um Schmutz zu erzeugen. Aber die Ineffizienz und Fehleranfälligkeit dieser Arbeitsweise offenbart sich hier in den Stufen der Treppe, wo sich die Linien auf ganz hässliche Weise berühren, weil kein Auswahlwerkzeug da mehr reinkam. Gott sei Dank hatte ich für Harveys neue Augen ein Zeichentablett. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Aber ich finde das Spiel dadurch so persönlich und einfach anders, so individuell einfach. Und ich mag das an diesen Spielen, dass die so freigezeichnet sind und dass die so, also ist jetzt egal, ob mit Tablet oder nicht, aber ja, ich mag sowas auch zwischendurch echt ganz gerne. So, es finde ich reicht vollkommen aus. So, es muss nicht alles immer perfekt gerade sein. Es muss nicht, ne? Wisst ihr, was ich meine? Also es darf halt auch mal diesen Comic-Stil haben. Es zeigt mir, was sich außerhalb dieses Hauses befindet. Dunkelheit. Wir gehen mal in den Salon. Oh, schick. Ich erinnere mich an dieses Gemälde. Es zeigt die Landschaft aus der Wurstwerbung. Der alte Mahagonitisch. Wie schön er damals glänzte. Und wie es jetzt aussieht. Echt nicht schön. Können wir die Verandatür von innen jetzt mal aufmachen? Ich kann die Terrasse sehen. Naja, sehen ist übertrieben. Ich kann sie erahnen, weil ich weiß, dass sie da draußen irgendwo sein muss. Mach sie doch mal auf. Die klemmt. No. Die klemmt. Ganz leise, säuselnd. Ja, dann gut. Ich gehe mal erstmal so von Raum zu Raum, weil ich jetzt wissen will, hier was noch so ist. Poki hören wir uns auf jeden Fall auch noch an. Aber warte mal, gehen wir hier nochmal erstmal hin. Haustür aufmachen, geht das? Zu. No. Was mit den Mänteln? Mattis Mantel war schon damals zerlumpt. Kannst du davon was nehmen? Meine Klamotten dürften alle oben bei mir im Zimmer sein. Gut, dann gehen wir mal nach oben. Das wird toll. In Ednas Zimmer. Arbeitszimmer erstmal. Ach, schön. Ich meine, es ist traurig, aber irgendwie auch schön, dass sie zu Hause ist. So, ne? Traurig schön halt, ne? Hey, das ist ja ein Bild von mir. No.
Das ist Mattis Bett. Ganz alt und verrottet hier. War der nicht immer viel größer? Das Feuerzeug meines Vaters. Dann nimm das mal. Sie ist ganz traurig, man merkt mein das. Mein Vater hat mir früher immer verboten, damit zu spielen. Aber ich kann ihn nirgendwo sehen. Kannst du auch die anderen Sachen nehmen? Sie gehört auf das Pult meines Vaters. Okay. Die Feder? Hier in seinem Arbeitszimmer steht sie genau richtig. Ich lasse lieber alles so, wie es war. Ja, sie will auch nichts kaputt machen. Durch dieses Fenster lässt sich der Mond sehen. Damals wie heute. Kannst du da vielleicht durch benutzen? Es lässt sich nicht mehr öffnen, seit ich hier mal aufs Dach geklettert bin. Ich frag mich, falls je hier jetzt irgendwelche Leute hinkommen sollten von der Anstalt, die Edna wieder kriegen wollen, ob wir dann ganz schnell abhauen müssen. Das wäre echt schade für Edna, aber mir kommt schon so der Gedanke an Fluchtwege schon mal vorbereiten. Benutzen. Meine Hausaufgaben sind so gut wie fertig. Darf ich kurz stören? Nein, ich bin beschäftigt. Wenn du mir doch nur sagen könntest, was damals vorgefallen ist. Na, sie macht sich ja auch echt Sorgen. Ins Bad nochmal gehen? Boah, das sieht ja auch aus hier. Hui. Ich erinnere mich gar nicht mehr, dass meine Badewanne ein Cabrio war. Komm, wir reden mal mit der Wanne. Blub. Offenbar lassen meine Fähigkeiten als Geräuschimitator nach. Das Wasser ist wohl abgestellt. Der ist so staubig. Ich kann mich gar nicht sehen. Ist das hier? Achso, das kann man gar nicht. Mal benutzen. Blubgeräusche mag ich gerne. Hahn, kannst du die nochmal aufdrehen? Kommt da was? Boah. Das Wasser ist wohl abgestellt. Vielleicht kann man das nochmal irgendwann anstellen. Vielleicht macht die auch richtig sauber hier noch. Kann ja auch sein, dass sie hier richtig loslegt. Komm, das Bad hören wir uns auch nochmal an. Dieses Zimmer lässt sich ja gar nicht in der Vergangenheit erleben. In keiner Tempomorph-Szene taucht dieses Badezimmer auf. Man kann sich aber, glaube ich, einfach ganz gut vorstellen, wie die kleine Edna damals, das ist ja auch ein sehr persönliches Zimmer, sich hier die Zähne geputzt hat. Ich glaube, es gibt auch ein paar entsprechende Kommentare dazu. Und was für ein Gefühl gewesen sein muss, in diesem Haus aufzuwachsen. Und dabei fällt mir dieser sehr eigenartige Stilmix auf, den ich halt durch das Spiel, der sich ja auch schon bei der Berganstalt durch alle Räume zieht, dass man halt gar nicht so ganz genau, je nachdem, wo man im Bild hinguckt, entscheiden kann, zu was für einer Zeit spielt das Ganze eigentlich. Also welches Jahr hätten wir denn theoretisch? Das sind sehr viele recht altertümliche Einrichtungsgegenstände, wie diese komische Badewanne mit Füßen oder dieser Wasserkrug neben dem Waschbecken, aber das Waschbecken sieht dann doch eher aus wie irgendwie, weiß nicht, aus den 80ern oder diese schweren Holztüren und so weiter, aber dann auch wieder Neonlicht und einfach nur ein komischer Mix. Ich glaube, ich wollte so ein bisschen das Ganze verstören oder einfach zeitlich entrücken und zu sagen, das spielt nicht wirklich in der Realität, sondern das ist eine eigene Zeit, nur für dieses Spiel. Spricht für sich. Ich sag mal nichts dazu. So, Schulzimmer. Ach, das Schulzimmer war hier drinne im Haus? Ja gut, das war mir jetzt nicht klar. Ich dachte damals, der Raum wäre woanders und nicht hier drinne im Haus. Aber gut, alles klar. War der nicht immer viel größer? Warum hat die denn hier zu Hause Unterricht bekommen? Ach ja. Hallo? Ist da noch jemand drin? Und Harvey antwortet auch nicht, was umso unheimlich eigentlich ist, weil er es nämlich auch nicht weiß. Erinnerst du dich an diesen Schrank, Harvey? Ich kann immer noch nicht glauben, was dir diese Verbrecher angetan haben.
Da ist der Schädel, da ist die Tafel. Hey, ich erinnere mich. Die war der Star im zweiten Flashback. Genau. Das ist der Stuhl vom alten Hornbusch. Genau, der Hornbusch, so hieß der. Boah, und dann das Fenster. Kann sie da nochmal rausgucken, so wie damals? Ach ja. Anschauen. Moment mal. Da draußen ist ja nur Wald. Hm. Das heißt, auch da hat sich natürlich alles verändert über die Jahre. Gehen wir mal nach oben. Dann kommen wir auch zu dem Zimmer. Oh, wie sieht das denn hier aus? Boah, krass. Hammerhart, ey. Alles zugewuchert. Ich kann die Straße sehen. Ach, da kannst du doch was sehen? Ist das Blaulicht da in der Ferne? Oh, oh. Oh, oh. Ich kann die Straße... Ist das Blaulicht? Ich wollte eigentlich, dass sie was zu diesem Baum sagt, aber okay. Ich kann die... Ist das... Die Pflanze scheint noch zu leben. Vielleicht ist doch noch nicht alle Hoffnung verloren. Nein, Edna. Man könnte ganz viel hier noch draus machen. Man müsste nur ordentlich alles wieder aufarbeiten. Hm, zu. Ist natürlich doof. Passt hier zufällig ein Schlüssel? Schade. Aber der Schlüssel, den wir noch reparieren müssten, könnte da vielleicht reinpassen. Okay. Gut. Benutzen. Weiß ich nicht. Hey, irgendwer hat in meiner Abwesenheit meinen geheimen Kaugummivorrat geplündert. No. Oh. Hey, Gut, dann können wir da ja anscheinend jetzt nicht rein, weil da abgeschlossen ist oder was? Ja, dann gehen wir wieder runter. Oder warte mal, war hier noch was irgendwie mit dem Laubhaufen? Habe ich was übersehen? Fällt einfach so Tür runter? Nein, gut, dann gehen wir wieder runter. Ach ja, was können wir... Da können wir also nicht rein in Ednas Zimmer im Moment nicht. Dann würde ich sagen, die nächsten Schritte hören wir uns mit Poki an, natürlich. Und versuchen hier irgendwie... noch was zu entdecken. Vielleicht habe ich auch noch was übersehen. Kann natürlich auch sein. Küche und so. Ja, also alle Details habe ich mir jetzt nicht angeguckt, aber wow, immerhin, wir sind im Haus und es sieht alles ziemlich verrottet aus und alt. Gammelig. Aber es ist ihr Haus und sie ist zu Hause. Mal gucken. Ja, mal gucken, was noch uns erwartet. Ich bin ja mal gespannt, ob Edna hier noch abgeholt wird wieder und ob sie hier bleiben darf und der Papa wirklich tot ist, auch wenn wir das Grab gesehen haben. Ich weiß es nicht. Hm. Mysteriös, alles sehr mysteriös. Wir sehen uns. Bis dann.